Was auf der Welt passiert? Passiert das wirklich? Und wer wird sich in Millionen Jahren daran erinnern? Irgendein Ahnenforscher, der überlebt hat, der sich dann um Ereignisse kümmert, oder ein Archäologe, der Sachen ausgräbt. Doch, es ist doch wohl überhaupt nicht von Bedeutung, ob etwas passiert oder nicht, weil es keinen Grund dafür gibt. Also, falls nichts passieren täte die ganze Zeit, während irgendwas sich ereignet, wäre relativ gesehen wohl viel weniger davon überhaupt in einer bestimmten Lage, die durch Worte irgendwie sozusagen gefasst werden könnte. Weil, andersrum gesehen, würde was auf dem Kopf stehen oder hätte gar keinen Kopf, könnte wahrscheinlich gar nicht rausgucken. Aber da ja, das Erlebnis vom Kopf ist und von der körperlichen Formierung, also Körper formiert sich zellulär, lauter Zellen, also Gefängniszellen, Körperzellen, die theodaktisch mal gesprochen ein relativ hohes Niveau von Eigenintelligenz und Selbstorganisation haben. Weil, wenn das jetzt praktisch gesehen andersrum laufen würde, also die Zeit rückwärts, wäre das ganz normal. Aber da ja tatsächlich aus relativen Gründen nicht so viel verwirklichte Wirklichkeit als ein bisschen weniger erscheinen kann, ist er immer proportional und potenziell so viel da. Was sollst du machen? Da kannst du staunen. Jo.